Hallo, ihr Lieben, wir machen heute eine Gutscheinkarte oder Geldkarte, halt eine Karte, wo ihr entweder Geld oder einen kleinen Gutschein reinstecken könnt. Eine Freundin schrieb mir und sagt, hier du, am Samstag hat meine Schwiegermutter Geburtstag, könnten wir vielleicht zusammen basteln? Und ich habe leider an dem Tag keine Zeit und ich habe ihr gesagt, du komm, ich mach sie dir. Kein Problem, dann basteln wir halt ein andermal. Und ja, hat sie sich natürlich sehr darüber gefreut. Und deswegen machen wir die heute zusammen. Und ich habe mir eine Anleitung aus dem Internet rausgesucht und verlinke die euch auch. Die ist wirklich richtig schön. Ich habe die aber ein bisschen umgewandelt von den Maßen her und auch von der Aufmachung, ne? Also die ist so weihnachtlich. Ich mache heute Frühling. Ja, so, da würde ich sagen, fangen wir auch schon an. Ich habe soweit nichts vorbereitet. Ich habe gerade überlegt, ob ich schon die ganzen Designerpapiersachen zuschneide. Finde ich aber persönlich doof. Wenn ich solche Videos sehe, würde ich gerne sehen, wie die das zuschneiden, weil da auch solche Ecken drinne sind und manchmal hat man dann so einen kleinen, ja, so eine Blockade. Also bei mir ist das öfter so, wo ich dann denke, wie wird das jetzt so geschnitten? Also ihr wisst schon, wie ich meine. Deswegen mache ich das jetzt alles mit euch zusammen. Jetzt muss ich mal gerade hier auf meine schlauen Notizen gucken. Also wir brauchen jetzt erstmal ein Stück Farbkarton. Könnt ihr wieder in eurer Farbe nehmen, wie ihr möchtet. Und zwar seht ihr alles? Ja. 27 mal 15. Ich versuche alles unten reinzuschreiben. Das sind ja diesmal ein bisschen mehr Maßen. 27 mal 15. Ja. Dann müssen wir falzen. Und wo ist jetzt meine Falzklinge? Hier. Bei 10 und bei 20. Na? Komm hier. Sei lieb. So. Da seht ihr schon, dass ein Stück schmaler ist als das andere. Das ist die, wenn ihr das jetzt mal wegdenkt. Das ist die eigentliche Karte und das ist quasi noch wie so eine kleine Lasche. Das können wir jetzt theoretisch schon mal falzen, machen wir aber gleich. Wir schneiden erstmal weiter. Nämlich hier machen wir jetzt eine Spitze draus. Ja? Und dann nehme ich mir, jetzt habe ich mir mein Bleistift gar nicht. Da ist er. Dann nehmen wir uns jetzt ein Lineal. Ich lege das mal kurz beiseite. So, dann nehme ich mir jetzt mein Lineal. Moment, die brauche ich nicht. Die Schneidklinge gerade. Hä? Und zeichne mir, was habe ich mir hier vorhin überlegt? Muss ich gerade mal gucken, 3 cm. Aha. Also, ihr legt das Lineal jetzt unten an und macht jetzt bei 3 cm eine Markierung. Genau, auch umgekehrt. Auch auf der anderen Seite. Auch bei 3 cm. Und dann brauchen wir hier noch die Mitte. Ja, da gucken wir, wo hier die Mitte ist. Von 15 cm bei 7,5. So. Und jetzt können wir uns diese Spitze dort rausschneiden. Einfach das Schneidebrett nehmen. Schneideklinge wieder rein. Und Fussel. Und gucken. Könnt ihr jetzt anlegen, wo ihr wollt. Und ihr habt ja die beiden Punkte. Und da könnt ihr jetzt wunderschön mit dem Draht, was hier in der Mitte lang führt, dort lang schneiden. Einmal und auf der anderen Seite genauso. Muss ich gerade mal gucken, was habe ich jetzt hier gemacht? Ja, gut. Alles okay. So, wo bist du da? Wenn das nicht ganz mittig ist, fällt auch nie auf. So. Und schon haben wir eine kleine süße Spitze. So. Jetzt können wir das erstmal falten. Jetzt habe ich mein Falzbein dort. So. Muss ich nochmal gucken, dass das hier auch ordentlich schließt. Weil, wie gesagt, mein Schneidpapier, genau.
Mein Papierschneider ist ja mal runtergeflogen und da hat er sich so ein bisschen verzogen. Ja, ein bisschen. Also bei euch ist das natürlich gerade. Bei mir muss ich ein bisschen nachhelfen. So. Und so. Schon haben wir das Kärtchen an sich fertig. Es wird dann hier geöffnet. Ja, hier machen wir dann noch quasi, wo man hier das hinschreiben kann. Und hier machen wir das kleine Geldtäschchen. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt das Geldtäschchen, bevor wir mit dem ganzen Designerpapier anfangen, was jetzt hier rein soll. Also, da brauchen wir noch ein Stück Farbkarton. Das habe ich mir jetzt nicht bereitgelegt. Da haben wir es auch schon. Jetzt muss ich wieder auf meinen schlauen Zettel gucken. Wir brauchen ein Stück 9x12. 9x12. Dann müssen wir jetzt an drei Seiten falzen. Einmal an einer langen Seite und an zwei kurzen Seiten und jeweils 1 cm. Also 1 cm, dann auf der langen Seite 1 cm und auf der kurzen Seite nochmal. So, weil eine Seite, ne, hier oben muss ja offen bleiben. Das können wir jetzt schon mal falzen. So, mal grob angedeutet. Und jetzt müssen wir natürlich die Ecken wegschneiden, damit wir das... Moment, ich lege das mal beiseite. Damit wir ja das auch gut aufkleben können. Das heißt, also hier ist jetzt die Seite, wo es offen ist, ne, wo das dann reinkommt. Dann schneiden wir hier eine Ecke ab. Ne, von der Falzlinie raus. Hier unten genauso. So, dann von der anderen Seite. Ihr könnt quasi auch einmal durchschneiden. Das mache ich dann immer ganz gerne. Ja, das ist ein bisschen Quatsch hier, was ich mache. Ich schneide dann einmal durch. Hier nochmal. Und hier oben auch nochmal die Ecke weg. So, jetzt haben wir wunderschöne Klebelaschen. Ich kam gerade nicht aufs Wort. Was dann so aussieht. Ja, das ist dann die Tasche und hier sind die Klebelaschen. So, kleben wir jetzt aber noch nicht fest, weil da kommt noch Designerpapier drauf. So sieht das nochmal ganz gut. So muss es jetzt aussehen. Ja, also gut, jetzt das zum Designerpapier. Jetzt war ich zu schnell. Noch nicht Designerpapier, kommt gleich. Wir nehmen uns jetzt nochmal das Täschchen vor, was wir gerade hatten. Kann mal einklappen hier. Wir wollen hier nämlich auch so ein, wie vorne, ne, so eine Spitze. Bloß, dass die nach innen geht. Heißt, wir müssen ja auch erstmal anzeichnen. So. Und da gucken wir einfach, wo hier die Mitte ist von 5 cm. Beziehungsweise, wir wollen das nach, dass die Spitze 2 cm nach unten führt. Also machen wir uns... Quatsch, ich habe gerade einen Denkfehler. Ich brauche erstmal die Mitte. Genau, war ich doch richtig, entschuldigt. Ich brauche erstmal die Mitte, da die Tasche 10 cm ist, beziehungsweise ein bisschen weniger, ein bisschen größer. Nee, wirft der eigentlich... So, ich habe es jetzt nochmal umgemodelt, weil ich mich gerade gewundert hatte. Ich habe einen kleinen Fehler drin. Schreibe ich euch aber unten rein, damit ihr es nicht falsch macht. Wir müssen ja die Tasche kleiner machen als die Karte. Die Tasche war ja gerade genauso breit wie die Karte. Das heißt, ich konnte sie nicht richtig schließen. Also, ihr macht auch 12 cm mal 9 cm, alles okay. Aber die Falzlinien von diesen Taschen setzt ihr dann einfach ein bisschen nach innen. Also, ihr macht ja nicht bei 1 cm die Falz an den Seitenkanten, sondern... Oder unten, also bei allen Seiten ist wurscht, ihr könnt unten auch nur 1 cm machen, egal. Sondern ihr macht die bei 1,5
1 oder 1,2. So, damit das halt schmaler wird, ne? Das war jetzt ein kleiner Fehler. Aber das ist ja nur leicht zu korrigieren, ne? Mehr Material zu haben, ist immer besser als weniger. So, jetzt passt das perfekt. Jetzt können wir auch weitermachen. Ich ziehe das nochmal kurz nach. Ich habe es jetzt einfach ein bisschen weiter nach innen geklappt. Das war ja jetzt wirklich kein Drama, ne? Also das ist nur echt nicht schlimm. So, wir wollten die Spitze machen. Da war ich gerade stehen geblieben, deswegen ist mir das aufgefallen. Ich brauche die Hälfte. Was haben wir jetzt hier? Muss ich gucken, wie viel ich jetzt hier geknickt habe. Ich habe jetzt hier 9,5. Ja, so ungefähr, ne? Also bei 7,75, ach, 7, 4,75. Also mache ich jetzt einfach bei 4 und dann bei 7, zwischen 7 und 8. Ne? Mache ich einen kleinen Strich. Kann ich ja immer wegradieren. Und jetzt will ich noch gucken, wo hier 2 cm sind, weil die Spitze soll 2 cm tief sein. Also hier, beziehungsweise können wir gleich hier machen. Ja, ist schon schwierig, ne? Manchmal. So. Dort müssen wir hin. Also, ich hoffe, das war jetzt nicht zu durcheinander. Ihr guckt, wo die Mitte ist und dort die Spitze 2 cm nach unten. So. Dann nehme ich wieder meinen Schneider. Ich klappe mir die mal nach außen. Kann ich es besser hinlegen. Und jetzt einfach wieder von der Ecke oben in die Mitte, da wo wir. Wo ist meine Schneidklinge? Da, wo wir den Punkt gesetzt haben, hinziehen. Aber vorsichtig, nicht, dass ihr zu weit geht. Immer mal wieder aufhören, gucken. Stückchen. Und den Schluss könnt ihr dann gerne mit einer Schere machen, wenn euch das zu heikel ist. Falls ihr Angst habt, dass ihr zu weit geht. So, jetzt die andere Seite. Auch hier wieder gucken, wo ist die Kante? Jetzt muss ich gerade gucken. Ja, da ist die Kante. Hier Kante, dort Mitte. Und wieder aufhören, gucken. Und zack. Schon haben wir eine Spitze. Dauert manchmal länger, als es ist, ne? Aber brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht wegradieren, fällt mir gerade ein, weil wird ja überklebt. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann flutscht das eh. Aber ich habe es jetzt nicht gemacht, sondern ich mache es ja wieder live mit euch. So, jetzt brauchen wir das ganze Designerpapier. Genau. Das kommt jetzt hier reingeklebt. Das machen wir dann. Hier kommt Designerpapier drauf. Und hier auch. Und dort auch. Also, los geht's. Ihr sucht euch jetzt Designerpapier nach eurer Wahl aus. Ich habe mir ausgesucht. Upp, 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 upp. Das. Von Stampin' Up. Das neue. War das aus der Celebration oder? Ich glaube ja. Oh Mann, ich schreibe es euch eh unten in die Infobox. Das brauchen wir jetzt einmal. Ich zeige euch das. Das ist die Karte. Das nehme ich jetzt für hier, diese große Fläche. Hier kommt ein anderes Designerpapier drauf. Und dann das auch nochmal für das. Also machen wir erstmal das. Und das wissen wir ja, das ist 10 x 15. Also machen wir das 2 cm. 2 mm kleiner, also 9,8 mal 14,8. Und schon haben wir ein Stück Designerpapier. Ah, guck, dass die Schmettis richtig rum sind. Ich habe es ja schon geschafft, dass die dann seitwärts fliegen oder so. Bei anderen Sachen. So, dann haben wir jetzt schon mal eins fertig. Das kommt hier rauf. Ja, habt dann einen kleinen Rand. So, wunderschön. Und hier kommt jetzt was anderes drauf. Und zwar nehme ich einfach die Rückseite. Das sind schwarze Punkte, weil ich dachte mir, muss ja irgendwas sein, was so ein bisschen, ne? Und da kommt das eigentlich ganz gut, was ein bisschen gedeckter ist. Weil das ist sonst zu mächtig, wenn ich da noch irgendwie, ja, wenn man da noch so was nimmt. Das heißt, wir brauchen jetzt hier ein Stück, wo wir auch wieder eine Spitze rausschneiden müssen. Und das Stück ist ja bis in die Mitte 6 cm hatten wir ja gemacht, ne? Mal 15. Guck nochmal. Nee, es ist größer.
Ich hatte anscheinend doch 7 Zentimeter genommen, wie ich es mir aufgeschrieben hatte, wollte aber 6 Zentimeter nehmen. Fällt mir gerade auf, weil ich das einfach schöner finde. Leute, es tut mir leid, wenn es ein bisschen durcheinander ist, aber ich finde, das gehört dazu. Ja, ich bin nicht perfekt und bastel hier nichts dreimal vorher vor. Das finde ich doof, weil das ist Verschwendung. Das mache ich einmal mit euch und das wird dann verschenkt. Und ich hoffe, ihr seht mir es nach, wenn ich so ein paar Fehler zwischendurch mache. Deswegen, ich schreibe euch unten alles rein. Und so, jetzt habe ich die Mitte nochmal gekürzt auf 6 cm. Weil, wie gesagt, ich möchte ja was vom schönen Designerpapier sehen. Jetzt habe ich denselben Fehler gemacht wie vorhin. Ich habe mir nämlich die Markierung weggeschnitten. So, habe ich mir jetzt nochmal hingemalt. Also jetzt auch wieder hier gucken von der Spitze zu der Spitze. So, jetzt sind es 6 cm und hier oben sind es 3 cm. So, jetzt aber. Weil, ich habe mich nämlich schon gewundert gehabt, ich möchte ja, dass man mehr Schmetterlinge sieht. Na, das wäre ja sonst, sonst blöd. So, genau. Sieht man schon ein bisschen mehr. Und jetzt, wie gesagt, kommt das hier drauf. Das machen wir jetzt erstmal 6 cm mal 15. Und dann schneiden wir uns doch dort die Spitze raus. Genau, und das meine ich. Wenn ich das jetzt alles zugeschnitten hätte schon, das finde ich dann immer so ein bisschen blöd. Nee, nicht 6 cm mal 15, sondern 6 cm mal 14,8. Muss ja kleiner sein. Ja. Mal 14,8, weil wir brauchen ja auch hier einen kleinen Rand. Mal gucken. So, genau. Oben und unten 1 mm frei. Richtig. Und jetzt machen wir auch hier die Spitze. Heißt, wieder genau dasselbe. Ich tue das mal weg. Das spiegelt sonst immer so blöd. Auch hier wieder die 3 cm. Einmal hier und einmal hier. Kann natürlich sein, dass ich mir das jetzt alles etwas schwieriger mache, aber. Und dann brauchen wir hier noch die Mitte. Quatsch. Ja, doch. Können wir gleich hier machen. So. Die Hälfte von 14,8 ist 7,4. 5. 7,4, habe ich doch recht. Habe ich gerade überlegt. So. Und schon können wir hier die Spitze wegschneiden. Nein, können wir nicht. Gut, dass ich nochmal dran gedacht habe. Auch hier soll ja ein kleiner Rand entstehen. Also nicht bei 3, sondern bei 2,8. Leute, es tut mir leid. Nee, eigentlich muss es mir nicht leid tun. Also bei 2,8. So, jetzt aber. Nicht bei 3, sondern bei 2,8. Wie hatte ich es jetzt rum? So rum, ne? Wo habe ich jetzt hier? Auch hier wieder gucken. So, mal schauen, ob das passt. Jo. Sieht gut aus. Ne? Wunderbar. Jetzt, wenn wir das jetzt schon mal haben, brauchen wir natürlich für innen. Da möchte ich gerne ein Stück Farbkarton in, fragt mich mal, welche Farbe das ist, irgendein schönes Grün. Und zwar auch wieder 9,8 mal 14,8. Soll ja nur eine kleine Mattung sein. Ja, so. Soll ja ein bisschen schön aussehen. Und jetzt machen wir noch ein Stück Weiß drauf, damit man ja auch den Gruß draufschreiben kann. Also, mach mal 9,5. Da sieht man ein bisschen mehr vom Grün. 9,5 mal 14,5. Ups, jetzt habe ich das falsche Stück genommen. Ach ja, kann passieren. Also,
9,5 mal 14,5. So, jetzt haut's hin. Genau. So. So ist schön. Okay. Passiert euch das auch öfter mal, dass ihr die falschen Stücke dann verwendet? Dass ihr dann merkt von wegen, warum ist jetzt die eine Seite schmaler als die andere? Passiert mir ein bisschen öfter, komischerweise. So, also haben wir das jetzt auch schon mal. Das könnte man dann nachher noch bestempeln. Schauen wir mal. Jetzt brauchen wir noch dafür. Da mache ich es mir jetzt einfach und gucke jetzt wirklich nochmal und messe aus, damit ich hier nichts falsch mache. 9,2 mal 7,8. 9,2 mal 7,8. 9,2. Ich hoffe, ich schneide es jetzt richtig rum. 9,2 mal 7,8 ungefähr. Da messt ihr am besten auch nochmal aus. Bei euch. 7,8. Dann haben wir auch hier einen kleinen, süßen Rand. Am besten immer mit Lineal machen. Und obenrum passt das auch sehr schön. Jetzt brauchen wir auch hier wieder die Mitte. Und die Spitze geht ja bis 2 cm nach unten. Also machen wir 2,2 cm nach unten. So, wäre hier. Und jetzt müssen wir gucken, wo noch die Mitte ist. Guck, wo bist du? Also bei 4,6. Das wäre hier. So, jetzt habe ich meinen anderen Punkt verloren. Muss nochmal gucken. Das hier stimmt. 2,2. Ja, gut. Dann nochmal das Schneidebrett. Ecke. Da ist der Punkt. So, einmal und da seht ihr mal, ich bin so konzentriert, dass ich gar nicht sabbeln kann heute. Es werden sich einige freuen. Da haben wir es schon. Und ich glaube, wir sind fertig mit Zuschneiden. Das ist schon viel, ne? Also für mich ist das relativ viel, weil ihr wisst ja, sonst stempel ich ein bisschen mehr und ja, aber so passt das doch. Wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, könnt ihr die wegradieren. Aber ich glaube, wir sind fertig. Hiha! Hat ja auch nur 20 Minuten gedauert, das Ganze zuschneiden. Oh Mann, das macht ja nichts. Macht man ja gerne. Und ich finde, wenn das für jemand anderen denn noch ist, also der nicht zur Familie gehört, ist das immer noch was mehr Besondereres. Klingt total bescheuert, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Dann soll es ja umso schöner werden, ne? Ja, genau. Also. So, dann fangen wir jetzt mal an, das alles zusammenzusetzen und ein bisschen zu stempeln. Ich mag Stempeln, das wisst ihr ja. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen sabbeln, ne? Also, wir haben jetzt hier unsere Karte. So, und dann machen wir hier jetzt die Schmettis drauf. Schön. Schmetterling. Ist zwar noch Winter, aber. Propos Winter. Bei uns kommt jetzt der Frühling. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geschaut, wie das in anderen Bundesländern ist, aber bei uns wären es jetzt am Wochenende schon 10 Grad. Und nächste Woche bleibt es denn irgendwie bei 6, 7 Grad? Also das ist Wahnsinn. Ich bin gespannt, ob das dann so bleibt oder ob der Winter dann wieder, ja, ob der dann wiederkommt. Und dann halt aber auch mit Karacho, ne? Das hatten wir ja auch schon mal. War das letztes Jahr, wo der Winter bis in April reinging? Das war ja auch nicht so schön, ne? So, haben wir schon mal die Schmettis. Oh, das fässt sich so schön an.
Dann kommen jetzt hier die Punkte hin. Na, kommt doch jetzt. So. Einmal dieses. Es hätte ein bisschen kürzer sein können. Aber meine Güte. Der Millimeter macht das Kraut jetzt auch nicht fett. Ich denke, da wird die Mutti nicht rummeckern. Nee, die Karte ist aber unsauber gemacht. Sei froh, dass du eine kriegst. Das wäre so der Humor aus unserer Familie. Ja. Naja. So. Das sieht dann so aus. Schön. Wir machen dann hier natürlich noch einen Spruch hin. Ich bin am Überlegen, ich habe jetzt zwei Sprüche. Einen möchte ich gern reinstempeln, einen möchte ich hier vorne hinkleben. Müssen wir mal gucken, welchen wir nehmen. So, jetzt schlagen wir es nochmal auf. Das können wir, ja, das klebe ich jetzt schon mal auf. Das wird zwar noch bestempelt, aber ich will ja nicht über den Rand stempeln oder so. Karte kann schon mal so ein bisschen vor sich hin trocknen. So, ich habe wieder Seidenglanz genommen. Als Grundlage. Irgendwie gefällt mir das richtig gut, weil das so schimmert. Ich mag das. So, kann auch trocknen. Dann kleben wir das zusammen. Und jetzt überlege ich auch gerade, ob ich mal wieder doppelseitiges Klebeband nehme für die Klebelaschen. Bin da echt kein Freund von. So. Sitzt das richtig? Jo. Und, nee, ich mach's nicht. Also ihr könnt jetzt gerne doppelseitiges Klebeband nehmen für die Klebelaschen. Ich mach's nicht, weil ich es halt einfach nicht mag. Es mag mich nicht, ich mag es nicht. Es. Deswegen nehme ich jetzt meinen Flüssigkleber und hau mir die Ecken jetzt hier ein. Ja. Und klebt mir das jetzt. Das ist ja, bei dem Kleber ist es ja gut, der klebt hinterher nicht mehr, wie bei dem Tombow. Also hier müsstet ihr keine Angst haben, wenn ihr das genauso macht, dass dann die Scheine drin kleben bleiben. Wenn da mal was rausquutscht. Ja. So. Mal kurz zumachen. Jetzt drücke ich hier nochmal nach. Ja, muss ja nicht so dick sein. Oh. Ja, guckt auch, dass das noch weiterhin zugeht. So, dann gehe ich nochmal rein, drücke die Klebelasche nochmal von innen an. So. Sehr schön. Und dann haben wir hier die schöne Tasche. Ihr seid doch scharf, oder? Nicht, dass ihr die ganze Zeit unscharf seid. Genau. Was habe ich denn jetzt da gemacht? Nein, nicht dreckig werden. So. Jetzt. Das soll ja hier rein, wo ja dann der Spruch raufkommt, ne? Da wollte ich jetzt noch stempeln. Und zwar hatte ich mir jetzt gedacht, also ich möchte gern den Spruch zum Geburtstag, alles Glück der Welt, hatte ich mir eigentlich gedacht für innen und dann außen. Gutschein für Herzenswünsche. Ich glaube, ich drehe es jetzt um. Ich packe das außen rein und das innen rein, damit man nicht sofort weiß, was es ist. Haha, genau. Also, Gutschein für Herzenswünsche brauchen wir jetzt. Und dann wollte ich noch Blümchen stempeln. Vielleicht auch in dem Grünton oder in einem anderen Ton. Mal gucken. Machen wir einfach in Schwarz. So.
gucken, ob es gut stempelt. Ja. Hallo, Schnucki. Schnucki kommt auch mal. So, und das knalle ich mir jetzt. Moment, gute Frage. Ich muss mal gucken, wie groß die Blume ist. Passt das? Jo. Dann knalle ich mir das oben in die Ecke. So, jetzt müsst ihr mal kurz meinen Kopf sehen. Das tut mir leid. Soll gerade werden. So. Sehr schön. Da ist so eine kleine Linie. Ich glaube, hier ist ein Haar drauf. Ja. Wunderbar. Naja, nun gut. Das könnte ich jetzt mit dem Feiner nachziehen. Das ist nicht schlimm. So. Dann, wie gesagt, wollte ich ja hier die Blümchen noch nutzen. Ihr seht ja, was das für Stempel sind. Ne? Das muss ich ja nicht immer kommentieren. Opa, 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 opa. Und dann nehme ich mir... Aber ihr fragt ja immer, was das für welche sind. Das ist das Stempelset mit den Blumen, einfach mal so. Und das ist geschwungene Grüße klassisch 2. Mit dem. Genau. Da gucke ich mal. Die. Hier ist das schöne Farngrün. Wohl. Doch, ich habe jetzt geguckt. Ich nehme das Farngrün. Ich möchte das jetzt nicht zu bunt machen. Die Schmetterlinge sind ja schon bunt genug. Hatte jetzt überlegt, ob ich da irgendwie rosa oder irgendwas reinbringe. Nee. Ich mache das jetzt in dem Farngrün. So. Mach mit denen jetzt. Ich würde das so schräg hier hin machen. So. Sehr schön. Einmal. Und dann noch die andere Blume. Gucke ich auch vorher nochmal. Jo. Okay. Ja. So. Und die knalle ich mir jetzt hier oben noch hin. Und dann hat sie eigentlich hoffentlich noch genug Platz zum Schreiben. Ich weiß ja nicht, ob sie viel schreibt. Ja, wenn sie hier und dann, ja, eventuell kann sie hier noch hinschreiben. Aber, achso, ich habe es euch gar nicht gezeigt. So. Genau. So, das kann jetzt erstmal ein bisschen vor sich hin trocknen. Und jetzt brauchen wir noch den Spruch für vorne. Und da wollte ich ja Schmetterlingsglück zum Geburtstag. Alles Glück der Welt. Gott, ich hoffe, sie mag ihre Schwiegermutter. Aber doch, ich denke schon, sonst hätte sie mich ja nicht gefragt. So, da gucke ich jetzt mal. Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich es ausstanzen möchte. Ob kreis oder eckig oder. Machen wir wieder schwarz. Gucken wir einfach gleich mal. Und das knalle ich mir jetzt hier hin. Ich hoffe, das reicht. So. Sehr schön. Also, jetzt schauen wir mal. Wahrscheinlich würde rund gut passen. Aber müssen wir mal gucken. So, ich habe jetzt mal ein bisschen geschaut und ich nehme wieder dieses, ich finde, das ist wie so ein Porträtfoto, ne, so ein Passfoto-Größe aus dem neuen Set mit den Rechtecken. Wie heißt denn das? Steht es mal nur auf Englisch drauf. Ich schreibe es euch unten rein. Aber das hatte ich euch ja letztens gezeigt. Bestickte Rechtecke, genau. Und davon nehme ich wieder dieses Passfoto-Format. Weil das passt hier perfekt rein. Und da es leider kein größeres gibt davon, schneide ich mir dann einfach den Hintergrund dazu dann zurecht. Bin ich hängen geblieben. Mist. So, das jage ich mal ganz schnell durch die Big Shot. So, ich habe das jetzt einfach abgemessen. Das ist 4,2 mal 3. Und ich nehme mir jetzt hier so Metallic-Papier und schneide mir da eine Mattung draus. 4,2 mal 3. Also mache ich 3,3 mal 4,5. Mach mal 3 mm mehr.
4,5. So. Genau. Jetzt haben wir hier eine kleine, schöne Mattung. Ja. Und dann kann das jetzt auch alles aufgeklebt werden. Ich denke mal, das ist jetzt trocken. Dann bringen wir das jetzt auf. Ist euch was aufgefallen? Ich habe noch nicht mit 3D-Pads gearbeitet. Hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Ach ja, nein. Du kommst da rein. So. Einmal vollschmattern. So. Oh, wir waren am Montag Bowling spielen. Freundin hatte Geburtstag. Ich habe danach immer 2 Tage Muskelkater. Das ist doch nicht wahr, oder? Geht euch das auch so? Bin ja ein sehr unsportlicher Mensch, aber muss das sein? So. Hier muss ich, glaube ich, nochmal Kleber nachziehen. So, und damit das Ganze jetzt zuhält, müssen wir noch ein Bändchen drum machen. Und ich habe mich jetzt für Portal entschieden. Ihr könnt da jedes Band nehmen, was ihr möchtet. Aber ich finde das geil. Und zwar möchte ich das gerne, wenn das geht, hier durch. So, und da muss ich ja dann Dimensions nehmen, ne, damit das dann höher kommt. Aber ich muss halt gucken, damit ich ja auch rumkomme. Also lege ich mir das jetzt schon mal hin. Das ist wie Geschenk einpacken jetzt, ne? Guck, dass ich hier genug hab. Hoffe, das reicht jetzt. Hoffe, das habt ihr jetzt nicht zu wenig abgeschnitten. Nee, das dürfte reichen. Und guck jetzt, dass ich das... Genau. Ich mache mir jetzt hier 3D-Pads drauf. Opa, da komm her. Und zwar in den Ecken, damit das Band schön in der Mitte langlaufen kann. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Denkfehler. Moment. So. Ich hoffe, das blendet euch jetzt nicht. Ist immer so ein bisschen blöd. So, jetzt müssen wir das hier durchführen. Und dann kommt das jetzt hier, ne, drauf. Du kommst da rein. Ja, ein bisschen schräg. Genau, jetzt kann man das hier schön ziehen. Und damit ich jetzt keinen Denkfehler habe, muss ich ja das Schild nur an den Knick hier festkleben. Weil wenn ich das auf beide klebe, dann kriege ich das Ding ja nie auf. Das ist ein wichtiger Hinweis. Wirklich. Ich habe es nämlich auch schon geschafft bei anderen Anleitungen, das Ding zuzukleben. Ja. So. Heißt, das Ding muss jetzt dahin. Also mache ich mir hier ein bisschen Kleber hin. Hier einfach auf die Spitze etwas Kleber. So. Und pack mir hier das Schild hin. So. Das lassen wir jetzt mal kurz antrocknen. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich zeige euch das mal von innen, bevor ich es jetzt zumache. So. Und jetzt klappen wir das zu. Und dann kommt nämlich hier an die Seite eine Schleife. So. So. Habt ihr das gehört? Mein Bauch hat geknurrt. Ah, ich habe Hunger.
So. Die mache ich jetzt mal nicht so kurz, weil ich möchte ja dann noch Bilder machen. Weil sonst kriege ich die Schleife dann nicht mehr zu. Ihr müsst euch mal die Fädchen jetzt hier wegdenken. So, ich pack die mal nach hinten. Schneid das dann nachher kurz, wenn die dann dicht ist und dann bleibt die dicht. Und obwohl, meine Freundin muss sie die ja auch zukriegen wieder. Also lasse ich sie doch länger und sag ihr, sie soll es dann abschneiden. Ich mache jetzt hier noch ein paar Punkte hin. Ich kann nicht ohne. Ich kann nicht ohne. Es muss einfach noch ein bisschen. Ich nehme jetzt hier diese Nuvo Juwel Drops in der Farbe. Ich glaube, Limoncello. Genau. Also so ein Gelbton. Mach mir hier noch ein paar Punkte hin. Hier noch einen hin. Weil ich jetzt nicht weiß, ob Glitzer, ne? Nehme ich einfach die. So, ihr Lieben, wir haben fertig. Hat ja auch lange genug gedauert, ne? Ich mache es jetzt nicht nochmal auf, weil die müssen jetzt nochmal, die müssen jetzt trocknen. So, jetzt. Ihr Lieben, war eine schwere Geburt, mit mir immer. Hey, ich bin nur ehrlich, ja? Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wie gesagt, ich schreibe die Maßen unten rein und ich hoffe, es war nicht zu chaotisch. Wie gesagt, mit der Schleife, wenn die einmal zu ist, ist sie zu. Also schneidet, wenn ihr denn den euren Spruch drin habt, die Liebesgrüße und das Geld, dann könnt ihr die Dinger wirklich absäbeln. Vorher nicht, weil sonst kriegt ihr die Schleife nicht mehr zu. Genau. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!